Eine frisch gedruckte Zeitung in den Händen zu halten, ist für viele Jugendliche heutzutage ungewöhnlich. Doch im Rahmen der Veranstaltung Tage der Industriekultur Rhein-Main wurde nicht nur auf die Druckgeschichte in Offenbach eingegangen, ebenso konnte man sich im Pressehaus Binz Verlag die Produktion zahlreicher Tageszeitungen ansehen. Also die Kalender waren eine Art Vorform der Zeitung. Aber solch ein kleiner Ort wie Offenbach hatte vorher keine Zeitung. Wer wissen wollte, was in der Welt passierte, las die Frankfurter Blätter. Dort erschienen überregionale Zeitungen wie die sogenannte Oberpostamtszeitung. Wir gucken uns jetzt eine Technik an, die im Vergleich zu dem, was die Frau Ursula Thiele eben gesagt hat, schon recht fortgeschritten ist. Wir sind ja auch stolz drauf und wir haben natürlich auch online. Aber genau das ist das Thema. Das Internet und online stellt die große Frage, ob wir in einigen Jahren überhaupt noch Zeitung drucken. Zu meinen Zeiten, und das war die letzten Zeiten vom Bleisatz, war das noch so, da hat der Redakteur in eine Schreibmaschine gehackt, hat geguckt, dass er irgendwo eine Überschrift passen könnte, dann wurden die Buchstaben ausgezählt, dann wurde das in die Technik gegeben und damit hatte er ja nichts mehr zu tun. Lichten heißt, die Seite wird auf diese Metallplatten, das ist Alu, gebannt. Winfried Sahm rundete die Veranstaltung mit Gedichten und Texten zur Druckgeschichte ab. Gott grüßt die Kunst. Nicht Grupp von Essen, der große Stahlkanonen hält. Nein, Gutenberg mit seinen Pressen befreit vom Druck, durch Druck die Welt. Was hat uns Berthold Schwarz ersonnen? Ein Mittel, wie man Völker hunzt. Ein besser Schwarz hat uns gewonnen, die Druckerschwärz. Gott grüßt die Kunst.